Neues Video am heutigen Tag. Fridolin, Baby Fridolin, rankommen, aber Dalli. Rankommen jetzt aber, Dalli. Ja, rüber jetzt, Jungs. Kann ja nicht wahr sein, da sind sie ja. So, Baby Fridolin beschwert sich immer, dass er nicht gucken kann. So, der darf jetzt hier oben auf dem Mikrofon sitzen. Los geht's mit dem Video Kinder verspotten Kind mit Autismus. Los geht's. Komm schon, Mann, wir haben nicht den ganzen Tag. Hey, Kyle. Ist das nicht das autistische Kind, das hier neu ist? Bist du mit dem befreundet, oder was? Oh nein. Jetzt will er cool sein, dass er nicht mit ihm befreundet ist. Aber es ist doch nicht... Oh, der Arme. Nein. Warum sollte ich mit einem Loser befreundet sein wie ihm? Hat er das gehört? Warte. Mach das nicht. Ersetz dich schachmatt. Ja. Ja, Menschen mit Autismus haben ganz oft sehr, sehr krass intelligente Züge. Vor allem was strategische Sachen angeht oder mathematische Sachen angeht. Deswegen, also, er kann schon mehrere Schritte vorausdenken. Sehe ich aus, als hätte ich dich gefragt? Sei einfach still. Hey, kein Grund, so fies zu ihm zu sein. Ich weiß, was ich tue. Aber ich kann dir da raushelfen. Hör mal, ich brauche keine Hilfe von einem autistischen Kind, alles klar? Bro, spielt mal Schach gegeneinander. Der Kleine wird dich aber ganz schnell mal hier kreuz und quer Schachmatt legen. Aber da kannst du Gift drauf nehmen. Ja! Schachmatt! Gewonnen! Ja, da hatte er recht. Kyle, das sieht sehr schlecht aus. Aber wieso heißt der hier Kyle? Eigentlich ist es doch Mikey. Wir nennen ihn Minecraft Mikey. Ab und zu heißt er mal so. Für mich ist es und bleibt es Minecraft Mikey. Und der Kleine mit Autismus, das ist für mich JavaScript Jaden. Java Jaden. Aber wie? Ich hab doch gesagt, dass das passiert. Halt die Klappe! Du bist nicht klug genug, um zu verstehen, wie Schach funktioniert. Und jetzt verzieh dich! Andersrum. Ich glaube, er kann Schach besser als du. Ich habe ja auch eine Zeit lang Wirtschaftsinformatik studiert und in dem Studiengang war auch einer mit Autismus und das war mit Abstand der Beste im ganzen Studiengang. Der mit Abstand der Beste, Intelligenteste und Schnellste. Manchmal, er hatte dann manche Defizite im sozialen Bereich, ja, mit Menschen klarzukommen, soziales Verhalten. Aber was Mathe, Informatik und Programmieren anging, war er der Allerbeste. Okay, was ist das jetzt? Team A und Team B. Okay, Team B führt... Problem of the Day. Okay, die müssen hier irgendwas ausrechnen. Ach so, die Klassen ist wahrscheinlich in zwei Hälften unterteilt. Und dann gibt es immer eine Tagesaufgabe und dann können die Punkte sammeln. Das ist ja cool. Und am Jahresende gibt es Pizza für die Gewinner. Fertig. Das stimmt. Gut gemacht. Was ist das denn für eine Synchronisierung? Das ist doch eine Männerstimme. Also diese Storys sind ja immer echt cool und schön und Baby Fridolin und Fridolin gucken sich die auch gerne an, aber die Synchronisierung ist manchmal echt komisch. Das nächste Team, das die Aufgabe löst, bekommt extra Punkte. Okay, wen sollen wir wählen? Mich! Nein! Doch, ich glaube, doch, er ist sehr gut in Mathematik. Du kriegst das doch eh nicht hin. Unterschätzt ihn nicht, nur weil er Autismus hat. Unterschätzt diesen kleinen Jungen nicht. Du kannst ja noch nicht mal Kindergartenmathe. Okay. Habt ihr euch entschieden? Ja, ich. Ich gehe. Okay. Eins, zwei, drei. Kyle, beginne mit der vier. Ruhe. Wenn ich das nicht löse, kannst du es schon gar nicht. Fertig. Mal sehen. Okay, nach x auflösen. Ja, 2x plus 4 hoch 2 minus 4 ist gleich 0. Denn nach x auflösen, x ist gleich minus 1. Ja, das ist richtig. Gut gemacht. Deine Gruppe bekommt die Zusatzpunkte für den nächsten Test. Ja! Tja, Mikey. Das war nicht fair. Wie sollen wir gewinnen mit diesem behinderten Sam in unserem Team? Er kann doch als letztes... Sorry. Ganz ruhig, El Magi, ganz ruhig. Baby Fridolin, ganz ruhig. Er kann doch als letztes was dafür... Als allerletztes, er saß nur ganz friedlich da. What? Pass auf! Ja, unentschieden. Der nächste Punkt gewinnt. Kommt schon, kommt zusammen, Jungs. Alles gut? Mein Knöchel tut wirklich weh. Ich muss eine Runde aussetzen.
Oh nein, er muss ausgewechselt werden. Und jetzt ist natürlich, wahrscheinlich wird Jaden eingewechselt. Aber unterschätzt auch da ihn nicht. Vielleicht kann Jaden sogar gut Basketball spielen. Man sollte niemals einen Menschen danach urteilen, wie er äußerlich halt aussieht. So, never judge a book by its cover. So, da wirst du maßlos auf die Schnauze fallen. Weil manchmal haben Menschen verborgene Kräfte in sich. Und dann werden sie falsch eingeschätzt. Deswegen unterschätze niemals einen Menschen. Niemals. Ach, sorry, Jungs. Mann, was jetzt? Ich kann spielen. Nein, Sam. Geh weg. Sonst verlieren wir sicher. Aber ich habe geübt. Ich bin wirklich gut. Ich verspreche. Naja, wir brauchen wirklich noch jemanden. Dann spiele ich lieber 2 gegen 3. Komm schon. Was? Lieber in Unterzahl spielen als... Ach, Mikey. Mikey, dir ist nicht zu helfen. Schaffen das. Mikey. Korb! So ein Mist. Kyle, warum hast du mich nicht eingewechselt? Du weißt doch, ich habe geübt. Du hast es gesehen. Was redet der da? Kennst du ihn oder was? Nein. Ich habe keine Ahnung, wer er ist. Aber ich bin... Ein Niemand. Du bist ein autistisches Kind, das niemals die Dinge tun kann, die normale Kinder tun. Entspann dich mal, Mikey. Entspann dich mal, Mensch ist Mensch. Bro, wo ist denn da jetzt dein Problem? Nimm ihn mit im Team auf, wenn er Dinge nicht perfekt... Und so, du kannst ja auch nicht perfekt Mathe, wie man gesehen hat. Also hör auf, ihn jetzt deswegen irgendwie so runterzumachen. Und? Also warum verziehst du dich nicht? Behinderter Sam. Kyle? Wie kannst du sowas zu Sam sagen? Das war... Zu Sam sagen? Sorry, dass ich... Nur ein Witz. Nee, das hörte sich aber nicht wie ein Witz an, Mikey. Okay, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Die Geschichte hat es, glaube ich, wirklich in sich. Grüße gehen in diesem Video raus an die Margangster, an Tabea, an Ben und an Jaden. So viel zu dem Thema. JavaScript Jaden, das war jetzt wirklich Zufall. Ja, wenn du in das Video auch gegrüßt werden willst, folgt mir auf Instagram. Mein Insta ist verlinkt. Elmargo heiße ich da. Ja, oder schreib und schreib mir dort eine Nachricht. Ja? Und 3 Leute suche ich mir dann jedes Video raus. Komm ins Klassenzimmer, sofort. Aber Dali... Kollege. Ja, wir warten auf Sie im Raum 101. Deine Mutter ist hier. Hi. Hi. Es tut mir so leid. Bitte. Kyle, was hast du diesmal gemacht? Nichts. Also nichts sieht anders aus, hätten meine Eltern jetzt gesagt. Er hat Samuel Behindertensam genannt in der Pause und hat ihn dann nicht mitspielen lassen. Wie konntest du das tun? Ja. Dein eigener Bruder. Ich wollte doch gerade sagen, weil Mikey und JavaScript Jaden, wir wissen das schon seit langem, das sind Brüder. Und die spielen auch in dieser Folge Brüder. Ich meine, der hat in der Klasse geleugnet, dass er ihn kennt. Und die sind einfach Brüder. Und die in der Klasse wussten das einfach nicht. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Mikey, das zeugt wirklich sehr von Schwäche. Weil es ist dein eigener Bruder. Das gleiche Blut wie du. Ganz ehrlich, steh zu ihm. Kapsel dich lieber mit ihm ab, wenn deine Klassenkameraden euch fertig machen. Aber es ist dein Bruder und du hast gefällig, zu ihm zu stehen. Beziehungsweise würde ich eher zu meinem Bruder stehen, als zu jedem anderen. Bruder? Ich bin so enttäuscht von dir. Ja. Was? Es ist nicht meine Schuld, dass er autistisch ist und Behinderungen hat. Chillen mal! Erstmal ist Autismus, also finde ich das erstmal nicht schlimm. Es hat sogar echt positive Seiten. Und schlimm ist es schon mal gar nicht. Und zweitens, warum shadest du ihn dafür? Ich bin empört, Leute. Was ist es also? Schatz, Autismus ist keine Behinderung. Es ist nur eine andere Fähigkeit. Ja. Okay, Sam ist kein bisschen unfähiger als du. Mhm. In vielen Bereichen sogar noch fähiger. Und ich. Was redest du da? Natürlich ist er es. Oh, du wirst es sehen. Mhm. Von heute an musst du ihn integrieren. In jede Aktivität. Niemals. Das ist so unfair. Oh. Was ist daran so schlimm?
kann so... Also, ich glaube, er ist sogar ein chilliger Dude. Jaden ist ein chilliger Dude, glaube ich. Entweder das oder Hausarrest. Für einen Monat. Also, was willst du lieb? Okay, Hausarrest findet er vielleicht gar nicht so schlimm. Ich glaube, du solltest ihm lieber Minecraft-Verbot geben oder Smartphone entnehmen. Da. Gut. Kyle versinkt in seinem Stuhl, voller Wut, dass er von nun an Sam in alles integrieren muss. Am nächsten Tag spielt Kyle wieder Schach während der Pause und weiß nicht, welchen Zug er machen soll. Als Sam wieder seinen Rat gibt... Wie er tief durchatmen muss, also... Aber mach jetzt mal, was Jaden ihm sagt. Und plötzlich wird er merken, huch, es war ja ein richtig smarter Schachzug. Zögert Kyle. Aber er denkt an die Worte seiner Mutter, nimmt Sams Rat an und gewinnt sogar das Spiel. Was sag ich? Tja. Und dann im Unterricht gibt es wieder einen Mathe-Wettbewerb. Okay, 5n minus 12 hoch 3 gleich 27. Und dann soll man nach n auflösen wahrscheinlich. Nur diesmal entscheidet sich Kyle, Sam die letzte Aufgabe lösen zu lassen. Und natürlich hat Sam die richtige Antwort und gewinnt am Ende für sein ganzes Team. Natürlich, weil ihr checkt nicht, dass er extrem intelligent ist. Kyle beginnt zu sehen, wie fähig Sam wirklich ist. Ja, Mikey. Und dann... Mikey. Als da kannst du mal sehen, mein Lieber. Der Kyle noch mehr Bestätigung gebraucht, kommt das nächste Basketballspiel. Oh nein. Und Sam wird den entscheidenden Punkt machen. Ich sag's euch. Sam wird den entscheidenden Punkt machen. Oh ja. Der nächste Punkt gewinnt. Kommt schon, Jungs. Kommt zusammen. Wir können nicht wieder verlieren wie gestern. Ich kann nicht spielen. Mein Knöchel tut immer noch weh. Sorry. Jetzt holt Sam rein, Mann. Also Java. Was machen wir jetzt? Los. Ich habe eine Idee. Hey Sam, spielst du mit uns? Wirklich? Ja. Deck ihn ab. Los geht's, Jungs. Ganz stark. Stark, Jaden, Junge! Zieh! Und mach's alleine! Macht der einen Dreierkorb? Jaden! Er macht einfach einen Dreierkorb! Geschafft! Wahnsinn! Wuhu! Hey! Ja! Ja! Weißt du, Mama hatte recht. Mhm. Autismus ist keine Behinderung. Es ist nur eine andere Fähigkeit. Und du solltest direkt aufhören, Menschen komplett zu verurteilen. Nicht zu urteilen. Wer hätte gedacht, er ist besser als wir alle. No, und die Mutter hat das alles gesehen und ist stolz auf ihren Sohnemann. Das war's mit dieser schönen Geschichte, Freunde. Sehr, sehr geile Geschichte. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Marke seid. Das könnt ihr auch hier einfach tun. Hier ist mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Checkt sie ab. Wir sehen uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Ich wünsche euch alles Gute, einen wunderschönen Tag. Auch Baby Fridolin und Fridolin sagen Tschüss und bis morgen. Ciao, ciao.